Hören Sie nun eine Rede des Bundeskanzlers zum autofreien Sonntag. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sage es hier ganz klar und deutlich, wer bremst, verliert und mein Auto fährt auch ohne Wald. Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal Markus zitieren. Und kostet Benzin auch 2,10 Mark. Scheißegal, es wird schon gehen. Ich will Spaß. Unsere Fahrzeuge müssen für den Bürger wieder attraktiver werden. In manchen Autos ist so viel Kunststoff verbaut, dass ich mich im Stau frage, ist das hier eine Tupperparty oder was? Wir müssen endgültig Schluss damit machen, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger ihr Auto verkaufen müssen, weil sie keinen Parkplatz finden. Wir werden was tun gegen die teilweise hunderte von Jahren alten Gemäuer, die den wichtigen Parkraum in den Innenstädten verbauen. So sieht's doch aus. Ich frage euch, liebe Freundinnen und Freunde, welchen Sinn hat im Jahr 2000 noch ein Brandenburger Tor oder eine Siegessäule, wenn tagtäglich Tausende von Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen müssen, um in die Innenstädte zu gelangen. Das Herz schlägt rechts und nimm Gasfuß. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und dafür ziehen wir auch extra breite Wahlschlappen auf. Vielen Dank.